Recht herzlich willkommen zur 224. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier, um wieder nach dem Nahverkehr zu schauen. Das waren die Schulen, das ist der Nahverkehr. Gucken wir gerade, wo wir letztes Mal waren. Ja, gute Frage, ne? Bei den Bussen auf jeden Fall. Und zum Beispiel auf dieser Linie. So. Da haben wir ja was geändert. Das war die Bushaltestelle, wo sie aussteigen. Da war eine noch zwischen und dann kam die nächste. Wir haben ganz viele Busse drauf gemacht. Ja, und die müssen erstmal fahren, ne? Naja. Also da stehen noch ganz viele. Da stehen auch ganz viele. Da stehen auch ganz viele. Hier ist dann die Dingens, die U-Bahn-Station, wo welche aussteigen. Ein paar stehen da auch. Und ja, dann geht's wieder zurück. Hier war irgendwo schon eine, wo auch noch ein paar mehr standen dann. Ich glaube, das ist die mit den wenigen. Und hier ist dann schon... Oh, guck mal, da stehen jetzt die ganzen Busse und holen die ab. Ja, dann müsste es ja jetzt klappen, dass die da alle wegkommen, ne? Gut, dann gucken wir doch mal. Ist natürlich das Verkehrschaos hoch 10. Wenn jetzt nicht die Straßenbahn mehr, können wir die upgraden, ne? Also die Bushaltestelle ist schon so gut wie leer geräumt, ne? Ist schon leer geräumt. Jetzt muss ich hier nur weitergehen. Naja. Jetzt fahren sie auch ein bisschen. Da kommt schon der Bus. Gucken, ob da hier ein- und aussteigen, ne? Ja. Ein paar sind eingestiegen. Und wann kommt der nächste? Das ist hier die Frage, ne? Ah, es sind zig Leute, die da stehen und keiner nimmt die mit. Da kommt der nächste Bus. Ja, da ging auch ein Schwall rein. Ein paar gingen aber auch raus. Und schauen wir mal weiter. Bis der nächste kommt, ne? Kommt es vor, als ob die Busse hier den Stau verursachen. Ich kann sagen, warum fährt der denn nicht? Hm. Ja, da ist wieder einer. Und wieder eine Fuhre weniger. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr werden. Oder ob es doch weniger werden. Ja. Vielleicht warten hier momentan nur wegen dem Rhythmus, dass das mit der Linie klappt oder so. Okay. Definitiv auch welche eingestiegen. Und zurzeit sieht es so aus, als ob nicht weniger werden, ne? Unten kommt schon der nächste. Ne, ich glaube, das wären nicht weniger. Das sind immer gleich viel. Die da hinlaufen, die werden alle lila. Oder was für eine Farbe das auch immer ist. Pink, rosa, rot oder so. Problem sehe ich dran, dass der Bus einfach hier den Stau verursacht, oder wie sehe ich das? Ist er da? Oh, jetzt sind es aber weniger geworden, glaube ich, oder? Okay, da steht noch einer. Zwei sind es noch, ne? Die da sind. Aber der fährt hier auch nicht rum. Warum nicht? Ist schon sehr komisch, oder? Ist der kaputt, oder was? Der biegt absolut nicht ab. Kein Mensch weiß warum. Jetzt fährt er erst. Wo steht der auch so lange da? Wahrscheinlich, ne? Nee, oder? Nee. Ich dachte, der wäre jetzt gerade gefahren, aber konnte er wohl doch nicht. Hm. Jetzt wird er. Und ich glaube, der Verkehr ist hier gesteuert irgendwie. Und guck mal, da sind schon die nächsten zwei wieder. Da kommt schon noch einer dran gefahren. Hier ist keiner, hier ist auch keine Busse gerade. Hier wird gerade entladen. Ja, hier stehen noch zig Leute. Gucken wir nochmal gerade rein in diese Linie. Ja, es sind aber auf jeden Fall schon zwei Haltestellen abgebaut worden wohl. Hier die 270 hier, ne? Da muss noch was passieren. Hier steht jetzt gerade ein Krankenwagen oder was im Stau, ne? Das ist ganz schlimm anzuhören. Kannst nur rauszoomen, dass es aufhört. Das ist die Bahn, oder? Ja. Fahren aber welche ohne Passagiere durch die Gegend. Ach, die sind alle voll hier oben. Da ist noch ein 30, ohne alles. Denn hier keine Leute jetzt, oder was? Das versteht wieder keiner, ne? 11 Busse sind da drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einer fehlt. Wenn der irgendwo ist was doppelt, oder, ne? Hier stehen jetzt 51. Warum fahren die nicht? Okay, die haben ja gleich einen Abstand. Warten jetzt, bis der Abstand überall gleich ist, oder was? Schon dubios. Komisch. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Trotzdem noch miese. Ah, die Taxis, die werden jetzt hier gerade so ein bisschen gen Null gepusht. Irgendwie neues Jahr angefangen, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, irgendwie passt das hier nicht. Müssen wir noch gucken. Ja, weiter optimieren ist angesagt, aber wie? Das ist die Frage. Passagiere 11, Buslinie 7 haben wir schon angepackt. Das ist die neue Linie, die Passagiere 13. Wie viel fahren denn da drauf rum? Wohl 2 Busse, reicht auch. Obwohl der eine gerade voll ist, mit 107 stehen da auch genug andere Dingens, also. Das sind Passagiere im Fahrzeug oder was? Kann ja nicht sein. Was ist das für eine Angabe dann hier? Ist ja voll über, oder? Ist das die hier unten? Wir müssen noch nicht mal die hier unten. Doch, muss die sein. Der fährt jetzt mit keinen Leuten da durch die Gegend. Ist auch cool, ne, oder? 4 sind eingestiegen, alles klar. Gucken, wo die anderen lang fahren jetzt, oder was? Und der steht hier auch so lange an der Bushaltestelle. Das ist ja nicht normal. Tja. Er hätte hier noch klopfen können, der eine. Er hätte den bestimmt noch mitgenommen, ne? Wollte er wohl nicht. Jetzt stehen da schon 2 wieder. Ja, ich glaube... Jetzt fährt der Bus. Das fährt er auch zu der Bushaltestelle, wo schon die Leute von alleine weglaufen wahrscheinlich, weil sie keinen Bock haben, so lange zu warten, ne? Tja, da stehen 130 Leute. Ja, was willst du hier machen? Das ist die Frage. Die Bushaltestellen lohnen sich alle nicht, nur die eine hier. So, jetzt werden die 30 Meter 30 los. Einer fährt wieder mit. Komisch. Gut. Gucken wir uns andere Strecken an. Man macht diese Linie. Ein Bus, ein Passagier, 13, 10, 5, 5, 13... Tja, da will noch 2 Busse reichen auf der Linie, oder? Ja, was Linienübersicht? Das ist das hier, das brauchen wir auch. Können wir das wieder schließen? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, welche Linie das gerade war, aber egal. Jetzt nehmen wir die 11. Die Busse fahren da drauf, 3, ja. Da sind 9er drin. Und da 7. Er legt jetzt noch zu, sogar voll. Die haben dann Pech gehabt, ne? Und der dritte, wann kommt der? So, hier sind jetzt 31. Jetzt kommt er hier vorbei. Hat 3 davon mitgenommen. 3 waren ausgestiegen, damit er wieder voll war. Frage, wo die nächsten aussteigen, wie dies mit den 7 hier ist. Zum Glück kommt da schon einer. Ja, der ist jetzt tatsächlich weg. Ah, das ist ja eine U-Bahn, alles klar. Jetzt ist er voll gleich. 33, was passiert hier mit den 33? Na komm, 32, einer fährt jetzt mit, toll. Klappt auch nicht so ganz hier mit den Fahrgästen. Buslinie 11 lassen wir aber erstmal so. Dann nehmen wir mal die 26, gucken die nur an. Hier fahren 4 Fahrzeuge. Und wir haben hier eine 80, dann ist das bestimmt eine U-Bahn-Station. Jo, ist in der Nähe, ist klar. Mal kurz vorher ist nämlich die Bushaltestelle, wo dann alle zur U-Bahn gebracht werden wollen. Tja. Hier ist wenig drin, den entladen da ja jetzt. Tja. Da kannst du auch nichts dran ändern, ne? Das ist halt so. Ich glaube, die 26 ist auch so okay. Dann die Linie 6. Und dann fahren immer welche doppelt und hier stehen 210 Leute. Ja. Jetzt kommen ein paar mehr, ne? 8 Busse gibt's hier. Okay, das heißt, jetzt rücken hier auch die 175 weg, oder was? Dann werden mehr und schon weniger. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Stehen nur 3 Busse. Das ist schon hier. Es werden eher mehr wie weniger. Hammer, oder? Ja. Irgendwie komisch. Und hier ist die Bushaltestelle, die dann da eingeht. Alles klar. Ja gut, aber ich kann jetzt noch viele Linien angucken. Da können wir irgendwie, weiß ich auch nicht, was wir da machen. Müssen wir nochmal genau überlegen, ob wir kürzere Linien noch reinbauen, anders aufbauen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir das handhaben sollen. Da müssen wir auch mal derbe drüber nachdenken in der nächsten Folge, was wir da veranstalten. Gut, aber für diese Runde soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.